Nanu? Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Guckt euch die Wurst an, wie die Wurst schläft. Das heißt, wir machen die Wurst mal zu, dass die Wurst in Ruhe weiter schlafen kann. Heute ist ganz brandaktuell, heute ist Aschermittwoch. Oder ihr würdet dazu Valentinstag sagen, weil irgendwie ist das dieses Jahr zusammen. Und wir stehen jetzt hier vor der Reinhard-Cupids-Halle. Warum stehen wir vor der Cupids-Halle? Weil Cupidos in den Raids ist. In den Top-Raids. Das heißt, man kann nicht einladen. Das sind Raids vor Ort. Das sind Top-Raids, Elite-Raids, je nachdem, wie ihr das nennt. Also das ist auch so ein Wolkengeist. Der ist ganz neu, noch nicht in Shiny verfügbar. Und wir wollen jetzt mal einen machen, beziehungsweise zwei Stück machen, direkt 12 Uhr, weil da die ersten aufgehen. Normalerweise sind die auch immer 30 Minuten an der Arena. Also man hat 30 Minuten Zeit, die zu besiegen. Jetzt wurde schon berichtet, dass wohl diesmal die 45 Minuten da sind, das also auch schon wieder abgeendet wurde. Ich muss aber noch meine Raid-Mütze aufsetzen für den Cupidos-Raid an der Cupids-Halle am Aschermittwoch, a.k.a. Valentinstag. Und da hinten ist Pupsi, die sitzt da auf der Bank. Die möchte damit nichts zu tun haben. Ne, die hat sich gesetzt, weil die macht gerade hier die Arenen. Und dann gucken wir mal, ob wir zwei Cupidos hier in das Video reinschneiden können oder ein. Ich brauche den Pokédex-Eintrag. Ein einzelner reicht mir diesmal. So, die Cupidos-Mütze ist aufgesetzt. Das heißt, gleich geht's ernst zur Sache. Guck doch mal, wie süß mit Augen und mit so einem Mund. Und da ist noch so ein Bäckchen. Ist das ein Pokémon? Das sieht doch aus wie Shiggy, oder? Das sieht doch aus wie Glumanda, oder? Das sieht aus wie die Mischung aus Shiggy und Glumanda. Wir stehen jetzt auf jeden Fall hier beim Landratsamt. Wir nennen es einfach mal Landratsamt. Jetzt sind es noch 19 Sekunden, 18 Sekunden, irgendwas. Hast du mich jetzt reingesetzt? Ja. In die Street Art Arena. Pupsi hat da hinten aufgebaut. Wir wollen jetzt den Raid machen. Wir wollen direkt beim Start da rein. Und hier hinten geht noch ein zweiter auf. Da wollen wir... Alter, ist das nervig. Guck dir das an. Da wollen wir dann vielleicht auch noch hin. Den vielleicht auch noch machen. Ich habe extra gestern gar keinen Raid gemacht. Meinen freien Raid-Pass aufgehoben hier. Cupidos mit der Schlange, mit den Herzen. Der hat ja wirklich ein sehr geniales Design. Das muss man schon sagen. Das sieht gut aus. Diese Schlange, die da um den Hals rumhängt. Diese Herzchen, die da auf der Brust sind. Das passt heute zum Tag, zum Aschermittwoch. Ich bin drin. Das sind Leute, die habe ich noch nie gehört. Blood and Tears, Samyang, Bulldog, Iva, Mild, Iva, Soft, Super, Sani, Shenaya, Taschenrutscher, Rudi, der Große, Alrik, Alrik, Fisherman, Habanero, Lime, Rudis Ersatzmann, der kleine Rudi, inner Schwester, 12 Salu. 12 Salu, den sehe ich jeden Tag in allen Arenen in ganz Meiningen. Und jetzt ist er hier in der Gruppe mit drin. Das finde ich sehr cool. Grüße gehen raus an 12 Salu. Ich hoffe, das Feature ist aktiv, dass man Leuten eine Freundschaftsanfrage schicken kann nach dem Raid. Dann würde ich dem 12 Salu nämlich eine Anfrage schicken. Der ist nämlich auch gelb und irgendwie ist mir der Name halt geläufig. Inner Schwester, redet man nicht drüber. Das ist ja der Traum vieler Boys, ne? Deswegen, der kleine Rudi ist am Start. Rudis Ersatz und der große Rudi. Rudi de Grosse. Der ist aus der großen Krabbe, aber der ist rot. Taschenrutscher könnte sogar noch einer von uns sein. Oder ist auch einer von hier? Auf jeden Fall habe ich keine Ahnung, wer die alle sind und vor allem, wo die alle sind. Weil du siehst hier nirgendwo jemanden. Vielleicht sind die alle da vorne in der Gasse bei der Street Art. Hier steht auf jeden Fall keiner, aber das ist auch untypisch, hier zu stehen. 12 von 15, ich kann ja auch mal bereit drücken. 15 von 15, das passt. Was ist mit dir? Du musst da drücken. Pupsi drückt sich oder versucht sich zu drücken, so ein bisschen. Ich finde, vielleicht ist ja auch das Geräusch das, was die Hunde ein bisschen kaputt macht im Kopf, weil das halt so voll ins Ohr reingeht. So, wir hauen jetzt drauf. Der ist angegeben mit vier Spieler, vier Mann, vier Mitstreiter. Sollt ihr nehmen, sollt ihr haben, wenn ihr da irgendwie was machen wollt. Wir sind mal gespannt. Der hat mein erstes Pokémon schon komplett zerlegt. Sehr aktiv. Sehr effektiv, ich habe gar nicht geguckt, was der überhaupt auswählt. Ich hatte ein Marmutell drin, also Eis gegen Flug. Okay, ich habe jetzt hier einen Drachen, aber er ist irgendwie Fee.
aber vielleicht soll mein Elektro gegen seinen Flugtyp wieder sein. Also Elektro gegen Flug, Eis gegen Flug. Jetzt haben wir hier nochmal Eis, auch wieder gegen Flug, aber ich bin ja auch irgendwie mit Boden. Ihr seht aber schon, das Ding ist Flug und Fee. Dann gibt es wahrscheinlich nichts, was super effektiv ist, was doppelt effektiv ist. Es gibt halt einfach nur einfache Dinge, die ihr nehmen könnt. Könnte man auch Stahl nehmen gegen den Fee-Typ oder macht er was mit dem Flugtyp dann? Die 100% WP kann ich euch nicht sagen. Wir können aber dann gleich mal gucken. Das habe ich nämlich jetzt vergessen. Eigentlich wollte ich da drüben mal abfilmen, wie es da aussieht. Aber dieses Auto hat mich jetzt komplett rausgebracht mit den drei Kampfhunden. Ich drücke mich also durch. Hier unten steht Taschenrutscher. Warte. Taschenrutscher, Rudi der Große, Alfred Fischermain und hier 12 Salou. Dem 12 Salou schicke ich jetzt eine Anfrage. Das muss ich jetzt machen. Dafür stehe ich mit meinem Fisherman's Friend. Taschenrutscher klingt auch gut, aber der ist halt rot. Bevor wir gucken, wie gut meiner ist, möchte ich ganz kurz mal... Muss ich das mal abmachen hier? So, abgerupft. Mal hier rüber gerannt und jetzt mal drauf geguckt. Wir haben 23,77, wir haben 24,15, wir haben 24,32. Hier können wir was wegschicken. Nehmen wir halt einfach irgendein legendäres, braucht eh kein Mensch. Und dann haben wir 24,21, das heißt 24,32 ist das Beste. Ich lasse dich mal kurz zurück. Ich muss auf meinen noch drauf drücken. Aber dafür muss ich erst wieder hier das Ding dran klemmen. Oh, bitte bleib so stehen, bitte bleib so stehen. Ich habe das jetzt nicht professionell befestigt. Das hängt jetzt einfach nur so. Wir haben 23,66. Das heißt, es ist gefühlt wieder das Schlechteste von allen. Ach, machen wir uns nichts vor. Alle hier so im 24er waren, der kommt mit 23 um die Ecke. So, mach das nie ab, wenn es gut hängt. Danach sieht es nämlich so aus. Wir versuchen jetzt den Pokédex-Eintrag zu holen. Wir curven also, wir gucken, er ist in der Mitte, wir werfen drauf, er bewegt sich, aber er geht wieder nach links und rechts. Ist ein bisschen nervig, okay. Drücken nochmal hier. Er ist in der Mitte. Der Kreis ist an sich noch riesengroß. Oh, Digga. Jetzt. Da werf halt jetzt rein, aber es ist nur großartig. Der Kreis muss kleiner sein. Der muss kleiner sein. So. Wie viele Bälle haben wir? Ich habe gar nicht geguckt. Erstmal Kreis einstellen. Der müsste klein genug sein. Jetzt ist er aber nicht mehr in der Mitte. Beachtet aber die Schlange. Die Schlange mit den Herzen. Das heißt, wenn du die Schlange abnimmst, sieht er eigentlich voll normal aus. Mit seinem weißen Lippenstift auf der Wolke und den gelben, komischen auch Amphibienaugen. Also das ist vom Design her, glaube ich, schon ein Hingucker. Was denn? Hast du wohl ein 100er? Kein 100er, aber ganz gut. Lassen wir ihn mal fangen. Danach kann ich mir den ja mal angucken. Außerdem, ja, habt ihr gesehen, die spielt mit 4 Handys? Ich muss den ja erstmal eintüten. Ich muss den hier jetzt erstmal eintüten. Wenn der flieht, habe ich wieder nichts zum Zeigen. Ich brauche den Pokédex-Eintrag doch hier drauf. So. Einfach fabelhaft, genau. Das heißt, der Kreis kann jetzt aber so groß bleiben. Ihr seht, auch wenn er am Rand ist rechts, kann man trotzdem gut nach rechts curven. Das müsste passen. Jetzt ist er in der Mitte, da könnt ihr sowieso einfach drauf werfen. Aber halt immer erst in den Angriff rein, zum Ende hin, dass er den Ball nicht abwehrt. 1, 2, 3 ist auch drin. Klasse. Kubitos gefangen. 6000 noch was WP. Jetzt können wir den hier zeigen. So, da ist er drin. Ich bewerte den, der müsste ja richtig schlecht sein. 2 Sterne, 10, 11 und 13. Dann beende ich kurz hier die Aufnahme, komme nochmal zu dir rüber. Und dann laufen wir noch schnell zu dem zweiten und gucken, ob wir den auch nochmal. Wie viel hast du denn? Oder wie gut ist er denn? 690er, 24,32 ist er, 690er mit 14, 15, 14. Den kann man mitnehmen, passt. So, wir melden uns gleich beim zweiten zurück, wenn wir den fangen und gucken, wie gut der ist. So, sind jetzt gerade hier angelaufen gekommen. Da haben wir schon gesehen, dass schon welche in der Arena sind, in der Lobby. 6 Mann waren schon drin. Ich wollte eigentlich noch Go schreiben in die Gruppe und Bescheid sagen, dass wir reingehen und alles. Aber ja, Pupsi läuft jetzt nochmal davor. Ich habe auch schon gesehen, da vorne auf dem Bürgersteig
standen drei Leute, die haben auch gezockt wahrscheinlich. Wir sind jetzt hier angelaufen gekommen von da unten, da war ja die andere Arena. Hier haben wir damals auch schon mal ein Video gedreht. Haben jetzt kurz das Zeug auf der Bank abgelegt. Das sind jetzt die fünf Accounts, mit denen wir mitgemacht haben. 2414, 2348, 2404, 2384, 2378. Bester hier ist also 2414, aber den ich jetzt fangen muss, das ist der. Dafür stelle ich mich jetzt hier auf diese verschmierte Tonne. Würde Natururin sagen. Oder warte mal. Damals haben wir auch hier Video gedreht. Da habe ich mich doch extra hier auf den Briefkasten gestellt und das hat gut funktioniert. Vielleicht kriegen wir das jetzt auch noch mal hin. Ich muss noch hinten den Stab ein bisschen runterbiegen, dann passt das. Jetzt sieht es aus, als würde ich Zeitung verteilen, das passt. 2348. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie der davor war. Den versuchen wir jetzt auf jeden Fall auch zu fangen. Erster natürlich komplett verrissen. Zweiter passt einfach fabelhaft. Ab jetzt den Kreis nicht mehr verstellen, den Kreis so lassen, wie er ist. Jetzt am besten nur noch werfen, wenn der angreift. Komm, wir curven mal in die andere Richtung. Wir trauen uns mal was. Weil der gerade links war, haben wir jetzt gegen den Uhrzeigersinn gecurved, in die Richtung geschossen. War zwar richtig schlecht, aber hat gereicht, ist drin. Und wir haben jetzt 6 Bonbons. 2 Sterne, 11, 10, 10. Das heißt, es ist fast der schlechteste, den du haben kannst mit 10, 10, 10. Heißt aber auch gleichzeitig, dass der andere natürlich besser war mit 23, 66. Aber insgesamt sind die beiden trotzdem mega schlecht. 96er auf dem Samyang Bulldog Account. Und das war's schon. Sonst mit dem Main Account habe ich immer geguckt, 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr, dass ich möglichst alle Raids schaffe, die da sind. Da hast du 3, 2, 1 gemacht, hast 6 Top Raids an einem Tag gemacht. Jetzt reicht der Pokédex Eintrag, weil die beide 12 Uhr hier direkt in der Nähe waren, haben wir halt 2 gemacht. Normal müsste einer reichen auf dem Habanero Account. Und ja, das heißt, jetzt Urlaub, jetzt Valentinstag genießen. Wie habt ihr den Valentinstag noch verbracht? Oder den Aschermittwoch? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Pupsi und euer Jonas. Ich muss nochmal hier rüber lunsen. Hallo Jonas. Da ist gar keine Öffnung da. Durchs Spinnennetz geguckt. Seht ihr das, wie der Natururin in seinem Zelt liegt? Richtig genial. Tschüss Jonas, bis morgen. Wir sehen uns.